Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Ghost Recon Wildlands und über Rebellenmission Turmfunk im westlichen Bezirk in Fallen Ghosts natürlich. Und ja, hier hatte ich die Story-Mission in Fallen Ghosts abgeschlossen und habe gesagt, so, jetzt müssen die Türme dran glauben. Und die waren jetzt erstmal so weit umgetreten, bis sie so aussehen wie der schiefe Turm von Pisa. Hier in der Nähe vom Ausguck, rechts ist der Ausguck vom Turm. Und der ist im westlichen Bezirk. Und da bin ich dann hingegangen und habe gesagt, jetzt hau ich den mal eine rein. Nicht nur die Weste liegt eine Tonne, sondern der Typ auch. Und die Belastung des Sturms ist überschritten somit. So, ich habe, hat nicht so ganz geklappt. Ich wollte schnell den Reifen zerschießen von dem Auto. Und habe damit auch den Simultanschuss ausgelöst, absichtlich. Keine Angst, ich erschieße die Zivilisten nicht. Ihr werdet euch fragen, was für ein Bullshit treibt der denn da mit seinem scheiß Kostüm? Ja? Ich mache absichtlich eine... Jetzt hat er den überfahren. Auch gut, dann haut er wenigstens mit seinem Auto nicht ab. Und zwar mache ich hier Folgendes. Oh, Alter. Die Los Extranjeros werden hier natürlich tierisch angreifen. Und ihr seht, der Turm steht direkt an einer vielbefahrenen Straße. Und das ist natürlich sehr ungünstig, wenn man hier Minen legen will. Also, hier wird's aber tierisch ernst. Und ich habe keine Lust, mich einfach so niederballern zu lassen von den Los Extranjeros. Ihr seht, ich habe hier einen Stau fabriziert. Das passt noch nicht so ganz, sonst fahren die mir dran vorbei. Und zwar die auf dieser Straßenseite soll keiner durchkommen. Die auf dieser Seite können ruhig durchfahren. Das interessiert mich nicht. Aber wenn sie schon da stehen, stehen sie halt da. Aber das ist nicht schlimm. Jetzt muss ich mich natürlich beeilen, weil die Schlange soll... zur Seite schieben geht nicht. Die Schlange soll nicht unbedingt bis zum Turm reichen. Und ja... Jetzt fragt ihr euch immer noch, aber warum? Ja, ganz einfach. Hier ist der Turm und hier wird... Die Los Extranjeros halten diesen Funkturm. Das müssen wir ändern. Genau, das müssen wir nicht nur ändern, sondern... Da beschweren sich sogar die Geier hier in den Bäumen drüber. Also, die Autos, die hier fahren, die sollen nicht weiterfahren. Und zwar... sollen die eine Straßensperre bilden, nicht um die Los Extranjeros abzuhalten, weil die fahren sowieso durch, aber um den Zivilisten sozusagen die Durchfahrt zu verweigern. Und zwar nicht nur die Durchfahrt, sondern die sollen einfach stehen bleiben. Die sollen hier nicht herfahren. Und ihr seht jetzt warum, weil ich hier alles mit Minen vollpflastern will, fährt einer von den Zivilisten durch, ist natürlich schlecht. Fahren zu viele durch, ist Spielabbruch. Also jetzt muss man natürlich schnell sein. Ich habe jetzt erstmal kurz blockiert. Irgendwann wird sich einer versuchen oder zu wagen, da durchzufahren. Also jetzt erstmal Splittergranaten an. C4 könnte man hier auch noch hinpflastern, aber das ist dann sehr unkontrolliert. Und wenn die Minen losgehen, geht einiges von dem C4 mit drauf. Hey Arschlöcher, Schluss mit Eierschaukeln. Sagt mal, was ihr drauf habt, falls ihr euch traut. So, leichtes Maschinengewehr und ein Sturmgewehr mit Unterlaufgranatwerfer. So, jetzt müsste hier irgendwo ein... Ja, okay, egal welche Seite, von allen Seiten kommen sie. Okay, da scheint er näher zu kommen. Oh, scheiße. Und da geht's schon ab, da will er mich schon wegballern. Und er hat angehalten. Oh. Ja, die Unterlaufgranatwerfer hat schon ein bisschen seine Wirkung gezeigt und die Minen, die da waren, und der gepanzerte Wagen ist weg.
So, und jetzt muss ich hier so lange die Stellung halten, bis diese, Granate kommt. Ja, irgendwie 3 Minuten waren es, hier vorbei sind. Und der erste Hubschrauber. Und er ist voll besetzt mit Leuten, die euch den Arsch abschießen wollen. Wir haben den scheiß Heli. So, und Granate. Granate fliegt. Oh, da kommen die nächsten. Leichtes Maschinengewehr ist natürlich hier super. Großes Magazin, mit einem großen Magazin. Und natürlich, mehr Power. Also, ne? Und da kommen schon die nächsten Fahrzeuge. Och, das von der Straße nimmt mich gerade böse unter Feuer. Okay, das hat gescheppert. Da ist noch einer durch die Mine gefahren. Oh. Scheiße. Und die Autos oder die Fahrzeuge explodieren hier auch noch ständig. Schnell den Unterlaufgranatwerfer, dann war es das auch. Und das reißt natürlich auch noch ein paar Los Extranjeros mit. Ach, scheiße. Oh, oh, oh. Scheiße, da habe ich mich fast verschätzt mit meinem Unterlaufgranatwerfer. Und ein Hubschrauber kommt wieder. Ihr seht, das ist ein ganz schönes Gemetzel hier. Und... Oh, da ist noch jemand durch irgendwas durchgehämmert. Ich habe ja da hier über mir noch eine Mine, war das. Eure Zeit ist abgelaufen. Ergebt euch oder sterbt. Und jetzt sind nur noch... ja, ein bisschen was übrig, aber nicht mehr viel an Zeit. Und dann muss man zusehen, dass man hier einen Schuh macht. Oh, das Fahrzeug ist genau drauf gehämmert auf die Mine. Boah. Scheiße, ey. So, bald. Jetzt habe ich noch keine Granaten mehr, Blendgranaten. Das ist natürlich, um sich zu verpissen, natürlich gut. Jetzt kann man hier weg. Teilen Sie den Rebellen mit, dass wir den Turm befreit haben. So, jetzt habe ich es erstmal blind gemacht und mache mich erstmal hier vom Acker. Jetzt sind ein paar Rebellen aufgetaucht, natürlich. Auch, wenn man den Turm einnimmt oder die... Ach, jetzt ist meine Leute erwischt. Schnell mal Mörserfeuer drauf und mal gucken, dass man hier wegkommt. Ja, ich wollte sie ein bisschen stoppen durch mein Geballer, damit sie im Kreis stehen bleiben von der Granatwerfer einschlägen, sag ich mal. Einer lebt noch. Ihr seht, das ist ein Riesengemetzel und das ist nicht so sehr förderlich. Eigentlich könnte ich das Video hier schon beenden, weil die Mission ist vorbei. Aber da ist das erste. Zeige ich euch noch mal was. Weil das hier ist eine Neverending Story. Sobald ihr gesehen werdet oder eure Waffe abfeuert, habt ihr die sofort wieder am Arsch. Und das kann man hier beliebig lang fortsetzen. Okay, da schleicht er sich durch die Büsche. Okay, und sofort, obwohl man Schalldämpfer hat, ist man wieder im roten Bereich sozusagen. Ihr seht, was da vorne abgeht. So, einmal drauf. Und hoffentlich erwischt es ein paar. Ja, auf jeden Fall hat es was erwischt. Ich könnte jetzt natürlich noch Rebellen rufen, alles, aber das verlängert diese ganze Sache nur. Also ihr müsst flüchten und ohne Ende, um hier überhaupt wegzukommen. Schnellreise geht natürlich nicht. Und ihr seht, hier kommen Verstärkungen ohne Ende an. Also das ist hier, wenn einer nur übrig bleibt, dann habt ihr sofort wieder den Rest am Hals. Und die haben die Beleidigung per Funk mal recht ernst genommen hier. Alter. So, und da kommen schon wieder die Nächsten. Also, wenn ihr diese Türme macht, verschafft euch so viel Vorteile wie möglich. Hier ist so eine Felsspalte, die auf irgend so einen Felsvorsprung geht.
Hier kommt man zwar nicht wirklich weg, aber hier ist man recht gut geschützt und die können nicht von vielen Seiten angreifen. So, hier können sie nur von vorne kommen und natürlich einen mit Granaten bewerfen. Und wenn ihr das irgendwann, die Schießerei aufhört und die euch nicht finden, ist natürlich irgendwann vorbei, aber ihr seht, da kommt Verstärkung ohne Ende. Das hört nicht auf. Also entweder wegrennen, also bleibt euch nichts anderes übrig, als wegzurennen. So. Und sobald hier einer übrig ist, geht's wieder weiter. Ja, ihr seht, das ist ein bisschen problematisch hier. Ja. Kann loslegen. Ja, jetzt habe ich den ungünstig markiert. Den hätte ich hier noch markieren sollen. Jetzt zu spät. So, jetzt kommt natürlich sofort wieder Verstärkung und das endet nicht. Also, das war's dann erstmal mit der ersten Turmfunk-Mission und danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr euch mein Video angeguckt habt und er stirbt nicht. Damit verabschiede ich mich dann schon, weil das ist eine Never-Ending-Story hier und das könnte man noch eine Stunde hier so weiterführen. Oder bis die Munition alle ist. Und ja. Abschuss bestätigt. Danke und auf Wieder, tschüss. Hab noch einen, macht fünf. Da ist einer mit Maschinenpistolen.